Hallo und herzlich willkommen zu Mitgedacht. Heute nochmal hier aus Altstädt, denn draußen braust der Wind. Und das passt auch ganz gut zu Psalm 65, was heute die Tageslosung ist. Aus ganz unterschiedlichen terminlichen Gründen konnten wir die letzten zwei Wochen nicht aufnehmen. Deswegen freue ich mich, wenn wir uns jetzt wiedersehen. Wir sind mitten in der Passionszeit. Vieles ist rundherum passiert. Wir haben von ganz schrecklichen Taten gehört, die auch mich sehr, sehr ratlos zurücklassen. Und wir gehen so durch diese Passionszeit, ja, wo gefühlt irgendwie rundherum das Toben weitergeht. So, egal, ob es die Ukraine ist, ob das andere gesellschaftliche Diskussionen sind, die Sache mit diesem schrecklichen Mord an einem Kind von Kindern begangen, unvorstellbar, was mir auch persönlich wirklich angeht und anpackt, weil ich selber eine Tochter habe, die in dem Alter ist. Und da steht man sehr, sehr ratlos dort und kann, glaube ich, auch nichts anderes machen als ja, zuhören. So, und ich denke, das passiert jetzt auch dort nach dem, was ich da jetzt auch von dieser Übertragung gesehen habe, von dieser Trauerfeier. Du stillst das Brausen des Meeres und das Toben der Völker, ist der Psalm für den heutigen Tag, für quasi das letzte Drittel der Passionszeit. Und das ist eingebettet in so einen Schöpfungspsalm, also wo es ganz viel um Gottes Stärke geht und um Gottes Macht. Eigentlich ist es eine Art Hymnus, könnte man sagen, so ein Loblied. Und trotzdem stellt sich ja ziemlich schnell die Frage, okay, wie denn? Also wie stillt denn Gott irgendwas? Das Brausen des Meeres ist natürlich eine Chiffre auf dieses, das Schreien auch des Planeten und der Umwelt und der Natur und das Toben der Völker. Toben kann ja zwei unterschiedliche Sachen sein. Es gibt das ausgelassene Toben bei Kindern auf dem Spielplatz, so, wenn die ganz ausgelassen und freudig sind und da ihre Energie freien Lauf lassen. Und es gibt ein anderes Toben, was eher so destruktiv ist. Und ich glaube, es ist dieses Destruktive gemeint. Und es wird auch nicht näher präzisiert, ja? Das Toben der Völker. Also die Frage, wie passiert denn das? Ja? Warte ich vergeblich auf Gottes Eingreifen? So, was ist meine Rolle darin? Und ja, kann mir das 2500 Jahre später noch irgendwas sagen? Und da habe ich doch länger drüber nachgedacht, wie das zu verstehen ist und wie gut es eigentlich ist, dass diese Losung gelost wurde aus den ganz vielen Losungstexten, gerade jetzt in der Passionszeit. Denn das Stillen des Brausens des Meeres und dieses das Toben der Völker quasi zu stillen, einzuhegen, wieder runterzubringen, das ist in der Passionszeit nochmal auf einer ganz besonderen Weise mit dem Leidensweg Jesu verknüpft. Die Stimmung, die ihn umgeben hat in seiner Zeit, dann auch in Jerusalem, nicht angeheizt hat, so, wir wollen einen neuen König, wir wollen uns befreien von der Besatzung von Rom, wir wollen, dass jetzt hier richtig krass was losgeht und auch notfalls mit Gewalt, sondern der das runterkocht, vielmehr auf den Einzelnen zuspitzt, so, was ist deine Rolle darin? Und dass in der Stille und auch im Ertragen vieles nochmal ruhiger wird. Und du kennst es vielleicht selber, es gibt ja so diese Regel, man sollte nichts sagen im Zorn oder in der Wut und erst recht nichts in der Wut ins Internet stellen, weil das sind dann immer die Sachen, die unreflektiert einfach rausgeballert werden, sondern mal kurz drüber nachdenken, so, was heißt denn das für mich, was heißt denn das für den ich jetzt gerade anspreche oder vielleicht auch manchmal anschreie. Und für mich geht dieser Psalm und die Passionsgeschichte in dem Punkt zusammen, Gottes Antwort auf das Toben der Völker, auf das Schreien nach Vergeltung, auf dieses destruktive Toben, auch manchmal zwischen Familien oder zwischen Dorfgemeinschaften oder innerhalb eines Landes, dass man das nur stillen kann, indem man so diesen Weg geht des Verzichtes. Und das heißt nicht, alles geschehen zu lassen und sich einfach zu ergeben in der Sache, sondern zu versuchen, in Liebe und in Respekt und in Geduld
miteinander Wege zu suchen, sich nicht anstecken zu lassen von diesem Toben. Und das ist natürlich sehr viel leichter gesagt, als es getan ist. So geht mir es ja auch. Wenn es eine Sache gibt, die ich als ungerecht empfinde oder als hinterhältig, dann bin ich auch sehr schnell sehr emotional, weil es mich was angeht, weil es für mich wichtig ist, egal welche Diskussionslagen das gerade sind, ob das so ein furchtbares Verbrechen ist, wie in Freudenberg, oder ob das politische Entscheidungen sind, von denen man sagt, die kann ich gar nicht nachvollziehen. Das ist gar nicht weit genug gedacht oder die Konsequenzen gar nicht richtig durchdacht, dann ist man schnell dabei und spürt so Aggression oder so eine besondere Kraft, was gar nicht was Schlimmes ist, weil es ist auch gut, dass man so eine Kraft spüren kann, weil sie sagt, es ist wichtig, um was es hier jetzt gerade geht, es ist nicht scheißegal. Und davon ein Stück zurückzutreten, nicht von der, nach dem Wunsch nach Gerechtigkeit und, oder Aufklärung oder Deutlichkeit, sondern von diesem Zorn, dieser Wut, diesem Toben, das ist der Weg, den Jesus bis ans Kreuz geht. Die Jünger versuchen, ihn zu verteidigen im Garten und ziehen ihre Schwerter und hieben ein auf die Soldaten oder auf die Tempelwachen, die ihn da abführen wollen. Und Jesus sagt, steckt euer Schwert weg. Er sagt, nein, es reicht. Und ich glaube, von dieser Gewalttätigkeit, von dieser Aggression ein Stück zurückzutreten, aber nicht von dem Anliegen, das kann dieses Toben auch stillen, weil es ist trotzdem ernsthaft und deutlich, aber es entmenschlicht den anderen nicht, der mir gegenübersteht. Er wird nicht zu irgendeinem Ding, zu irgendeinem Gegenstand, den ich bekämpfen muss, sondern er bleibt Mensch. Er bleibt Mensch mit einer eigenen Worte. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt der Passionsgeschichte. So, bis zur Versöhnung der Welt am Kreuz, als dann selbst die Soldaten unterm Kreuz sagen, dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Ja, obwohl sie eigentlich seine Gegner sind, seine Feinde. Diesen Impuls will ich dir mitgeben auf den Weg in das letzte Drittel der Passionszeit. Wir sehen uns nächste Woche, quasi vor der Karwoche nochmal und auch in der Karwoche. Und da werden wir nochmal mehr quasi auf das zu sprechen kommen, was am Kreuz mit Jesus passiert und wie sich dieses Furchtbare, was da passiert, auch deuten lässt. Bleibe hütet auf all den Wegen, die du gehst und auf allen, die du gehen musst, mit all den Menschen, die du liebst und mit denen du es schwer hast. Gott segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Bleibe hütet und bis bald.